Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. Wir haben beim letzten Mal Ryusus Leute befreit, die ja von den Mongolen gefangen gehalten wurden. Dort mussten wir eine Festung stürmen und es war gar nicht so einfach, denn die waren ziemlich gut vorbereitet. Also es gab jede Menge Soldaten und wir mussten uns den Weg freikämpfen. What? Stellt euch! Ja. Jedenfalls werde ich jetzt hier gleich noch ein paar Nebenziele erfüllen. Aber erstmal kümmern wir uns um die restlichen Mongolen. Hallo. Wow. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass hier gleich mal wieder Mongolen auftauchen würden, aber gut. Ich wollte eigentlich eine Hauptquest weiterführen, und zwar, wir wollen ja den Onkel von Jin Sakai retten. Dazu müssen wir aber die Bo Kaneda infiltrieren und das könnte sehr, sehr anstrengend werden. Naja, egal. Wir werden jetzt einmal hierher uns hin teleportieren oder wir holen erst das Sashimono-Banner. Ich glaube, wir machen erst das Banner und dann befreien wir den Onkel. Ja, dann haben wir ein bisschen mehr Gameplay-Material. Ist vielleicht besser so. Genau, machen wir es so. Dann haben wir nämlich eine Nebenaufgabe und eine Hauptaufgabe erfüllt. Und ich glaube, das ist auch ideal, um das Spiel halt fortzuführen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo waren das jetzt? Hier, ich mache mir mal da... Also, ich sag jetzt mal, ich mache mir dort mal einen Punkt, wo uns der Wind hinführt. Ist wahrscheinlich besser. Wir brauchen auf jeden Fall Kunais. Denn davon haben wir jetzt gar keine mehr. Was könnte sein, dass wir vielleicht im Dojo welche finden? Hier war, glaube ich, eins, ne? Genau. Ich weiß nicht, für was das Sashimono-Banner benötigt wird. Aber wahrscheinlich um den Ort... hier den alten Glanz zu verleihen. Oder die Ehre. Also eins von beiden, definitiv. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier runter. Und reden mal mit dem Mönch oder was es ist. Mein Name ist Genho. Ich versuche das Volk ein wenig aufzumuntern. Da geht es euch wie mir. Ich möchte alle an unsere Beschützer erinnern, die in Komoda fielen. Worte sind nicht genug. Die Clanbanner der Samurai sind mächtige Symbole jener, die ihr Leben für uns gaben. Sie stehen dafür, sich nie den Mongolen zu unterwerfen. Ich freue mich über mehr Banner. What? Ich habe doch schon welche besorgt, oder? Ich las gerade eine Schrift mit der Geschichte des Adachi-Clans. Dort stand, ihre ersten Fürsten galten als die großen Erbauer. Wisst ihr wieso? Sie erbauten den goldenen Tempel von Ariake und die Leuchttürme auf der Insel. Fürst Adachi half meinem Onkel sogar bei den Wehranlagen der Burg der Ahnen des Shimura-Clans. Sie konnten auch gut Bauwerke zerstören und halfen so, die Yarikawa-Rebellion zu beenden. Ich hatte keine Ahnung. Danke für die Lektion, mein Herr. Eure Hilfe und Inspiration sind unbezahlbar. Okay, wolkenloser Rausch. Dieser Sattel soll das Gefühl vermitteln, über einen klaren Himmel zu gleiten. Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir auch andere Sättel haben können. Ich dachte jetzt, es wäre eine Nebenaufgabe. Also, ja, wird es wahrscheinlich auch sein. So, warte mal. Gehört es zu Accessoires? Ja. Sattel. Sturmwind. Den benutzen wir schon. Okay. Warme Umarmung der Sonne, okay. Da könnten wir wahrscheinlich ein Lied spielen.
Ja, was wir jetzt machen, ist natürlich unsere Aufgabe weiterführen. Ich dachte, das würde jetzt länger dauern. ja. So kann man sich halt irren, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir eine Maske geben sollte, weil wir sehen zwar schon ziemlich gut aus, aber furchteinflößender ist man natürlich mit einer Maske. Nein, hier. Finsterer Krieger. Die Samurai-Clan-Maske passt eigentlich auch ziemlich gut. Nehmen wir mal das mit dem Bart. Passt irgendwie besser zum, also zur Tracht, wollte ich eigentlich gerade sagen. Zum Glück sehen wir dieses, ja, diese Maske nicht, wenn wir gerade beim Gespräch sind. Willkommen zurück. Ja, moin. Achso, warte mal. Ich gehe jetzt erstmal gucken. Klingt noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Sakai Tano. Das ist ja das kleine Ding. Schärfer denn je. Und ja, und man kann schneller. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Ah, okay. Wir können beim nächsten Mal auf jeden Fall unser Katana upgraden. Ich glaube, das machen wir denn. Danke. Wir sind ja so stark genug. Möge euer Stahl uns Glück bringen. Okay, reden wir mal mit Yuna. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. So ist ein Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt. Du hast Taka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burg Kaneda ein und befreien Fürst Shimura. Ja, aber haben wir überhaupt genug Leute? Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke wie eine Bestie. Tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Ihr seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein. Und ohne Ehre. Wow. Verdammt, Ryoso. Wo steckst du? Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Okay, nehmen wir mal an, das funktioniert. Burg Kaneda sollen wir infiltrieren. Also die Burg wird schwierig. Optional, sprich mit den Verbündeten, das machen wir mal kurz. Danke, dass ihr hier seid. Fürst Shimura wird dankbar sein. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid. Wir werden kommen. Eure eigene Schüler kämpft für euren Feind. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Okay, ganz ehrlich, ich find's sehr geil gemacht. Das weißt du. Fürst Sakai! Was redest du denn da? Kenji. Taka. Ein fantastischer Wurfhaken. Schön, dass er euch gefällt. Yuna sagte, ich soll bleiben, aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Das ist eure Ausrede, Kenji. Ich trinke nicht gerne allein. Stellt euren besten Sake beiseite.
Wenn wir Fürst Shimura retten, haben wir viel zu feiern. Nur das Beste für den Jito. Yuna wartet auf euch. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, das wird wahrscheinlich auch einige Verbündete das Leben kosten, oder es könnte zumindest. Ich meine, die Strohhutbande ist jetzt nicht da. Ich sag das jetzt übrigens extra so wie im Anime. Wir brauchen unbedingt Verbündete. Okay, die Windglocken sind voll. Reden wir mal mit Yuna. Es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliehen. Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Okay. Ich meine, ich kann verstehen, warum Jin den Weg wählt eines Geistes, ne? Weil er hat keine andere Wahl. Wir haben keine... Sicher, dass das klappt? Was muss es? Wir haben keine andere Wahl. Ich meine, wir haben zwar Verbündete, aber die Ronen fehlen. Hol die anderen. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig, Jin. Ja, und ihr seid bitte auch vorsichtig, okay? Okay, das könnte sehr interessant werden. Ja, das hat gar gut funktioniert. oh Gott. Ich versage nicht noch einmal, Onkel. Aber wir werden bestimmt nicht Genghis Khans Enkel töten. Okay. Wir dürfen keinen Alarm auslösen. Das heißt jetzt, ich muss... Ishikawa kümmert sich um die Späher. Sehr gut. Das heißt, ich muss lautlos töten. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Wir haben hier die nächste Wache gleich. Und da war ein Hund. Nee, doch nicht. Hat sich aber gerade so angehört, als ob. Das hätte man eigentlich gehört. Konnte ich denn das... Oh, das ist ja aber kacke. Ich dachte, ich könnte das, was da angezeigt wurde. Aber das lerne ich anscheinend erst, wenn ich die Burg ja, erfolgreich infiltriert habe. Ah, shit. Daran habe ich jetzt leider nicht gedacht. Okay, ich könnte den einen definitiv anders erwischen.
Also mit einem Pfeil. Zumindest rein theoretisch. Gut, aber diesmal machen wir es richtig. Oh, das wird schwierig. Na, jetzt. Jetzt machen wir das wie beim letzten Mal, also wie gerade eben, dass wir den einen lautlos töten. Ich könnte ihn jetzt natürlich auch mit einem Pfeil abmurksen. Ob das eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. Wir sind noch weitaus mehr. Kann ich hier eigentlich irgendwo hochkraxeln? Ja. Ja, geht doch nicht. Okay. Warte mal. Um entdeckt zu werden. Da ist ein offenes Fenster. Okay. So weit, so gut. Ich habe halt keine andere Wahl. Der Alarm. Ich muss die Wachen ausschalten. Also der eine wird definitiv kein Problem. Ah, der andere schon. Sensei, ihr und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna, kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Jemanden vergessen? Nein, ihr kommt mit mir. Ganz ehrlich, kannst du jetzt mal einen Screenshot machen? Danke. Das könnte trotzdem schwierig werden. Ja, denn selbst... Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Dieses Mal nehmen wir sie uns. Ja. Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv. Eure Wahl. Ja, das wird... Oh Gott, da oben ist ein Anführer. Ich werde einige so abmurksen und die anderen ganz normal. Aber die anderen kann ich eigentlich ganz normal ausschalten.
Da sind ja noch mehr. Schön. Schön. Ah, fuck. Mann, was machst du denn, Jin? Meine Herren, Alter. Ich drehe gleich am Rad. Warte mal. Jin, Alter. Ich drehe gleich am Rad. Mann, ich hab gleich kein Leben mehr. Mann, was machst du denn jetzt hier für Scheiße, Junge? So ein Scheiß. Ich soll mit Masako sprechen. Okay. Alter, war das hart. Also, jetzt nicht besonders schwer, sondern also die eine Wache, die war schon etwas härter, definitiv. Okay, warte mal. Wir reden gleich mit Masako. Ach, Mann, was weißt du denn? Dass er das automatisch macht, obwohl ich da noch nicht mal hingucke. Ich wollte eigentlich die Vorräte haben. So, und jetzt können wir aber mit ihr reden, denn. Könnt ihr die Hoacha bedienen? Das schaffe ich schon. Wenn ich fürchte, wir können uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. Triff Yuna in der Nähe der Brücke. Okay. Auf jeden Fall, da hinten ist Bokaneda. Es dauert viel zu lange, bis er meinen Screenshot macht. Alter, das hat jetzt gefühlt 20 Sekunden gedauert. Jin, das Tor ist bewacht. Folgt mir. Was willst du jetzt? Ach, verstehe, warte mal. Na, ist jetzt ja jetzt. Okay, den hätten wir. Mann, schön, warum bist du denn nicht gesprungen, Alter? Warum springt der Junge denn nicht? Oh, es ist eine dumme Scheiße, Mann. Nee, manche Sachen kotzen mir echt hart an. Ich habe keine Pfeile mehr. Mann, nein! Quatsch, das war meine Verbündete, Mann. Es wäre einfacher, wenn deine Strohhutfreunde helfen würden.
Yosos Männer verhungerten. Vielleicht sind sie desertiert. Krieg macht verzweifelte Menschen zu Tieren. Ja, oder aber die greifen gerade an. Oder sie werden angreifen. Kann ja auch sein. Okay, ich brauche definitiv erstmal Pfeile. War hier nicht unser erster Angriff? Mir war so. Wo wir dann kläglich gescheitert sind. Ey. Danke. Ich glaube langsam, dass uns... also, dass wir erwartet werden, weil guckt euch das an, das ist nicht normal. Nee, überhaupt nicht. Ey, ja, schön, dass hier überall Bögen sind, aber wo ist die Munition? Ah, hier ist nichts. Okay, schade. Soweit bin ich letztes Mal gekommen. Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Wie hast du überlebt? Ich weiß nicht. Ich finde einen anderen Weg. Ja, ich sehe gerade einen. Die Klippe? Es muss einen Weg herumgehen. Das sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor für mich. Jo, machen wir. Hä? Und wie jetzt? Darüber. Ah, okay. Alles klar. Oh. Jin, nächstes Mal nicht so weit springen, bitte, ja? Ah. Oh. Jonas Hilfe brauchen. Öffne das Tor für Yuna. Alter, wie, was ist denn hier los? Ist jemand? Oh Gott. Mann, wem, wie siehst du denn da die ganze Zeit an, Jin, Alter? Oh, das geht mir auf den Sack, sowas. Ey. Wen greifst du denn da an, Alter? Boah. Ey, nee, sorry, aber das geht nicht. Das hätte man anders entwickeln müssen. Heil! Schnell heilen! Wie kannst du denn schon wieder so schwer verletzt sein? Mann, was ist denn das hier für Scheiße? Ich bin gleich tot. Ja, tut mir leid, kann ich nicht ändern. Scheiß Idee gekommen. Ey, nee. Mann, ich will doch nicht alles im Schleichen machen. Ey, sowas regt mich auf.
Jetzt sind überall Leute. Da kannst du machen, was du willst. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ohne gesehen zu werden. Das ist doch Schwachsinn, Mann! Ich drehe gleich am Rad. Wie konnte er mich denn sehen? Da war noch nichts. Oh nee, Alter, das ist doch so eine Scheißsituation hier. Alter, wie komme ich denn auf so einen Scheiß? Ey, nee, das ist richtig scheiße. Ganz ehrlich. Das ist richtiger Abfuck. Ja, du musst schleichen. Leise. Noch mehr warten. Und natürlich kannst du nichts anderes wie schleichen. Warum solltest du was anderes können? Juna ist ja einfach nur schwach. Ich kann ja nichts. Wie man ist hier im Vetter. Dass ich die Wache nicht einfach so ausschalten kann. Wo soll denn da... Och, ich kriege den Anfall. Juna, komm hierher, ohne entdeckt zu werden, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also ohne gesehen zu werden, das ist fast so gut wie unmöglich. Meine mit Kuna, jetzt wäre das ja vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber ohne. Mann, ich kriege einen Anfall, Mann. Wurden die gerade abgeschossen? Alter, das wird noch richtig hart. Wie soll ich denn das machen? Mein Spaß beiseite. Ich meine, die letzten könnte ich vielleicht so schaffen, wenn ich Kunais hätte, aber ich habe halt keinen Kunai. Ich habe nicht einen Kunai. Da muss ich so schnell reagieren. Ich weiß, zwei von den Bossen. Was ist denn?
Zerm Stöbe! Achadu Zerbo! Ob Döppelok noch! Ich hab halt. Doch, warte mal. Meine Fresse, Alter! Nein! Och Mann, oh, Alter! Mann, ey, es hat doch so gut funktioniert! Oh nee, und dann kannst du die ganze Scheiße nochmal machen! Ey, nee, das kotzt mich gerade richtig an. Ich hab keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Wie kommt man aufs an? Oh. Mit Yuna ist es noch schwerer. Das ist das Problem. Oh nee, ich mach gleich aus, Leute. Das tut mir echt leid, aber das wird halt nichts. Da bist du ja. Leise. Weißt du, ich bin so weit gekommen und dann wird das alles zunichte gemacht. Weil das Spiel einfach mal überhaupt nicht geil speichert. Statt die Pfeile mitnehmen. Nee, er macht das nicht. Warum ist hier nix? Es ist überhaupt nix. Es ist nee, zum Kotzen. Damit komme ich gerade nicht klar, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Die sehen einen auch viel zu gut. Ich mach's gleich im Schnellfahrfahren, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Da fehlt mir echt die Lust. Yuna, was machst du da eigentlich?
Okay, ich habe eine Idee. Und wenn es nicht funktioniert, na, dann muss ich hier ausmachen. Ey, es kotzt mich so an! Alter, jetzt mach hinne! Ich will ja eigentlich speichern. Ich muss mich erstmal um was anderes kümmern. Wo schießt du denn hin, Jin? Danke. Nein! Oh, Jin, Alter! Obwohl, war vielleicht ganz gut. Warum funktioniert denn die Scheiße hier nicht? Ey Leute, ich krieg hier gleich einen Anfall. Nee. Das ist gar nicht so geil gemacht. Es funktioniert halt überhaupt nicht. Mann, und du siehst halt auch nichts. Mann, nein, nicht jetzt schon wieder. Ich drehe gleich am Rad, Mann. Geh doch mal weg hier. Ich drehe gleich am Rad. Sorry, aber nee. So eine Scheißmission. Da kommt ja noch einer. Ey, jetzt ist aber langsam auch mal gut. Wo kommt denn der jetzt auf einmal schon wieder her? Ich drehe gleich am Rad. Es ist echt zu viel des Guten. Ich habe mich wahrscheinlich auch nur zu dämlich angestellt. Aber manchmal weißt du auch nicht, was du machen musst. Also, oder wie du das machen sollst. Weil es echt zu groß ist, das Gebiet. Aber egal, den Rest werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Ich speichere jetzt hier ab. Da oben wird vielleicht sogar ein Bosskampf stattfinden. Mal sehen. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns aber bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.